Als die Berndatzen aus Fintel den musikalischen Auftakt für die Jahresversammlung geben, ist das Bozner Walterhaus zum Bersten voll. Mit 9.250 Mitgliedern ist die Südtiroler Bauernjugend auch die größte Jugendvereinigung im Land. Das Thema Lebenstraum Dorf hat mit der Bauernjugend auch direkt zu tun. Heute legt die Landesleitung unter Hannes Dosser und Lise Wenter aber auch Daten vor, die von der Gefahr einer Landflucht sprechen. In einem Drittel der Landgemeinden sanken die Einwohnerzahlen. Leime zogen, bleib's im Dorf oder irgendein Versprechen machen, was noch nicht inhaltbar ist, zusammen reicht mir gar nicht. Ich glaube, da muss man klare, mutige Entscheidungen treffen. Ich glaube, ein ganz brutales Problem, was wir haben, dass wir einmal zentralisieren wollen. Und Selgabi ist der Tod für unsere peripheren Gemeinden. Der Tätigkeitsbericht zeigt, was die Bauernjugend zum Leben am Land beiträgt. Aber dieser Sketch spricht es an. Um die Jugend am Land zu halten, muss man ihr hier eine Zukunft bieten. Die Forderung an die Politik: Die Arbeitsplätze müssen erhalten sein, es muss kurze Umbindungswege sein, gute Infrastrukturen, Wohnungen für junge Leute, gute Umbindung an die Öffentlichkeit und die Nahversorgung spielt eine große Rolle und sein soll gegeben sein. Auch die Ehrengäste stimmten dem zu. Landesrat Hans Berger lud die Bauernjugend ein, mit der Politik zusammenzuarbeiten. Vorgenommen haben sich dies auch die neuen Vertreter der Bezirke, seit kurzem zur Hälfte erneuert. Neu gewählt wurde heute die Landesleitung. Und während die Stimmrechte verteilt werden, nahm man von einer Abschied. Standing Ovation für Lise Wenter, die nach 6 Jahren nicht mehr als Landesleiterin kandidierte. Das eröffnet die Chance, neue Wege zu gehen, neue Einsichten zu kriegen, ein neues Kapitel eben auszuschlagen, was nicht mehr meine Handschrift trägt. Abschied auch vom Landessekretär Raphael Mooswalder, der zum Wirtschaftsring wechselt. Sein Nachfolger ist Andreas Mayer. In der Landesleitung wurden die Stellvertreter wieder bestätigt. Neu ist nur Anna Eppacher aus Völs. Wieder bestätigt wurde auch der Obmann, Hannes Dosser aus Schenger. Aber die Landesleiterin ist neu, Christine Tschurtschenthaler aus Sechsten. Auch sie will sich vom Motto Lebenstraum Dorf leiten lassen. In Bezug Dorferhalten ist sicher ganz wichtig, dass man mit den Gastronomen mitarbeitet, zusammenarbeitet, dass man schaut, dass man unsere Produkte auch mit den Samples nach außen tragen kann, dass man auch die Gäste ein bisschen sensibilisiert, was bei uns alles gibt, dass nicht nur die Natur dumm ist, sondern dass es auch gute Produkte sind und dass man einfach ein bisschen die Vermarktung besser ausarbeitet. Beide wurden ohne Gegenkandidaten und mit fast allen Stimmen gewählt. Der Vorsatz: Heimat schaffen am Land. Dazu passend der musikalische Ausklang. Ein Höhepunkt der jährlichen Landesversammlung in der Südtiroler Bauernjugend ist die Verleihung des Jungbergbauernpreises. Auch er soll eine Ermunterung sein, am Dorf bzw. am Hof zu bleiben. Der Preis geht jedes Mal an eine junge Bergbauernfamilie, die vorbildhaft ihr Leben und Wirtschaften auf dem Hof in die Hände nimmt. Diesmal geht der Jungbergbauernpreis an ein Paar in Moos in Passaia. Der Applaus braust auf, als das Paar vom Obmann des Raiffeisenverbandes Rainer Nicolo Silek den Jungbergbauernpreis erhält. Der 26-jährige Christian Landtaler und seine Lebensgefährtin Veronika Gufler mit ihrem gemeinsamen Sohn Jonas. Sie bewirtschaften den Schennerhof in Moos in Passaia im Nebenerwerb. Beide haben die Metzgerausbildung. Auf dem Hof mit 101 Erschwernispunkten muss Christian Landtaler auf den steileren Wiesen auch zur Sense greifen. Aber ansonsten ist sein Maschinenpark umfassend und vorbildlich gepflegt. Auch die Photovoltaikanlage passt ins Bild des modernen Bauern. Trotz der vielen Arbeit pflegen beide mit Freude das Vereinsleben und haben weitere Ausbaupläne, wie zum Beispiel ein E-Werk. Mit dem Jungbergbauernpreis belohnte man ihren unermüdlichen Einsatz und den Willen, den Schennerhof der Zeit anzupassen.